Schönen guten Tag, meine Lieben. Ich grüße euch recht herzlich zu diesem Wahlsonntag, denn es ist heute EU-Wahl. Ich sage das bewusst so. Und ich war schon bereits wählen gegangen. So, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, der Savior, ja klar, natürlich hat er wieder AfD gewählt. In dem Fall, ich habe tatsächlich keine AfD gewählt. Ich habe diesmal zum ersten Mal keine AfD gewählt, seit Jahren nicht mehr. Und das hat auch einen bestimmten Grund, den ich gerne erläutern möchte. Obwohl jetzt zwar noch Wahlen stattfinden, also das läuft alles noch. Weil wir haben jetzt gerade mal, was haben wir gerade mal? Oh, wir haben bei 12. Es ist 5 vor 12. Nein, aber bis 18 Uhr laufen noch die Wahlen, die Wahllokale, beziehungsweise die Schulen und wo man da wählen geht. Ich muss ja in die Schule reingehen, um zu wählen. Haben ja bis 18 Uhr geöffnet und dann wird noch gezählt. Ja, mal gucken, was an den Hochrechnungen bei rauskommt oder sonst was. Also die laufen noch. Ich sage auch ganz klar, was ich gewählt habe. Ich habe die Basis gewählt. Jetzt wird der eine oder andere fragen, warum hast du nicht die AfD gewählt? Du wählst doch sonst mal die AfD. Warum auch nicht auf europäischer Ebene? Das kann ich ganz gerne erläutern. Nun, erst einmal sehe ich, dass die AfD mittlerweile ein Problem hat. Dass sie anscheinend nicht mehr weiter wissen, dass das an Ordnung und alles fehlt. An Ordnung, an Moral. Ständig kommen da irgendwelche Sachen dann. Ja, und dann hat man Maximilian Krah als Mann für Europa ausgewählt. Und ich glaube, das ist die schlechteste Idee, die man hatte. Weil der Krah ist wirklich kein Mann, den man da hinsetzen sollte, finde ich. Zudem, was die Medien so sagen, ich sehe die Medien ja sowieso kritisch und so, ne? wissen wir ja alle. Ne? Trotzdem sehe ich das kritisch, weil die Medien ja auch sagen, dass die anderen rechten Parteien, die da sitzen, mit der AfD wohl nicht so viel zu tun haben. Das heißt, die AfD wird da wahrscheinlich eher alleine da sitzen. Und das ist eigentlich schlecht, weil man müsste eigentlich an einem Strang ziehen. Ja, so ganz im europäischen Geist, aber das wird anscheinend da nicht passieren. Und da Maximilian Krah anscheinend auch eine Aussage getätigt hat, die Marine Le Pen vor allen Dingen dann vom Kopf gestoßen hat. Ja, kann man das wohl getrost dann vergessen, ne? Da reißen dann alte Wunden auf aus dem Zweiten Weltkrieg, weil Frankreich war ja früher mal unser Feind. Heute ist es zum Glück nicht so. Ich sehe auch keine Feinde, auch die Belgier sehe ich nicht als Feinde. Ich sehe eigentlich niemanden in der Welt, niemanden in Europa als unsere Feinde, weil wir sollten, erstens sollten wir uns nicht auseinanderdividieren lassen und zweitens müssen wir einen Strang ziehen, weil wir alle sind Europa und nicht dieses Konstrukt, was da in Brüssel und Straßburg, wo auch immer ist. Ne? Wir alle sind Europa. Ja? Bis auf gewisse Länder, die auch größtenteils zu Asien gehören. Ne? Aber ansonsten würde ich sagen, wir sind Europa und da muss man einen Strang ziehen. Bei der AfD wird das nicht der Fall sein. Und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich überhaupt zukünftig noch die AfD wähle oder ob ich dann vielleicht zu die Basis wechsle. Ich werde gucken, dass mir die Basis dann läuft. Das wäre die Partei, die ich überhaupt noch wählen würde, neben der AfD. Aber was die AfD angeht, ich sehe da langsam keine Zukunft mehr für diese Partei, weil da gibt es einen Heckmeck nach dem anderen, da gibt es dann Hickhacker, gibt's das. Da gibt es Leute wie Daniel Halemba oder Christian Lüth, die da Äußerungen tätigen, die ja wirklich inakzeptabel sind, ja, oder so ein Befehl von den Heinrich Himmler da liegen haben. Alter, und der Typ kommt aus Polen, der Halemba! Und da macht er so einen Scheiß! Jeder, der aus Polen hier hinkommt, der wird doch nicht sagen, wer macht eine nice Sache. Ey, das gibt's nicht. Haben die Polen denn vergessen, was damals war in den 40er Jahren? Na, ist egal. Das soll jetzt nicht Thema sein, aber ich wundere mich einfach nur drum. Und vor allem diese Unvereinbarkeit der AfD scheint ja auch nicht das Papier wert zu sein, auf dem es geschrieben steht. Hatte schon Björn Höcke gesagt, den ich übrigens auch gerne aus der AfD hätte rausfliegen sehen. 2017 ja hätte passieren können, aber gegangen sind andere. Und Björn Höcke würde ich eher bei der NPD bzw. heute die Heimat sehen. Da würde er hinpassen. Also ein ganz komischer Typ, der hat in der AfD auch nichts zu suchen. Also das sind alles so Sachen, wo ich mir echt überlege, ob man die AfD noch wählen sollte. Mal, wie gesagt, also ich möchte den ganzen Scheiß auch langsam nicht mehr mitverantworten. Ja? Als Wähler habe ich mir eigentlich eine starke AfD gewünscht und nicht eine AfD, wo es entweder um Machtfragen geht, was sie schon hier irgendwie gegenseitig hier irgendwas machen, oder dass irgendwelche Nazi-Äume da drin sind. Ich sag jetzt mal so, wie es ist, ja, wie Halemba, wie Lüth, keine Ahnung wer noch. Ich weiß nicht, wie der Pockenbock war, der war ja auch ein bisschen heiß wie Frittenfett. Tja, also auf europäischer Ebene würde ich sagen, hat die AfD da ja nichts zu suchen, weil
da muss irgendeine Partei hin, die da schon ein bisschen unverbrauchter sind und nicht, wo die anderen rumzuschen. Ey, du, da, von der AfD, der klar. Oh, komische Partei, was die Deutschen da haben. Oh, da habe ich ja halt gar keinen Bock drauf. Ne? Dann lieber die Basis hin, die sind unvorbelastet und ich hoffe mal, dass die jetzt mindestens den Laden aufmischen können. Ich verspreche mal von der EU-Wahl sowieso nichts. Ja, bei der Hochrechnung wirst du wieder schwarz sehen, wirst du wieder grün sehen. Ja, das sind alles unsere Männer und Frauen für Europa. Ne? Naja, gut. Jetzt wisst ihr, warum ich die AfD nicht gewählt habe. Achso, weil ich vielleicht noch sagen wollte, AfD würde ich eher sagen, ist eher so eine nationale Sache. Also national nicht im Sinne von das National hier so, sondern national, also das hier nur für Deutschland bedingt ist. Dass die AfD dann vielleicht nur für Deutschland da sein soll. Im EU-Parlament wird die wahrscheinlich auch nicht, uns auch nicht gut vertreten, glaube ich. Aber naja. So, was soll ich noch sagen? Ja, wie gesagt, ob ich zukünftig noch AfD wähle, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, welche Wahlen als nächstes sind. Bundestagswahlen werden erst 2025 sein. Ich weiß nicht, was in NRW jetzt kommen wird. Müsste ich mal gucken. Und was den Oberbürgermeister angeht, keine Ahnung. Also ich selber habe eigentlich auch das Denken, dass Wahlen eher auf lokaler Ebene, das heißt also Landtagswahlen, eher was bringen, weil auf dem Bundesparkett oder auf dem europäischen Parkett, glaubt ihr wirklich an Veränderungen? Glaubt ihr wirklich daran? Das Einzige, was wir machen können, wir wählen vielleicht irgendeine Partei, die das Ganze mal aufmischen soll. Hat die AfD ja gut gemacht im Bundestag. Finde ich schon, also zumindest wir das aufmischen und mal wieder mal das reingebracht, die Schärfe reingebracht, die es gebraucht hat, weil alle viel zu brav miteinander sind. Haben wir am Wahlkampf mit Martin Schulz und Angela Merkel doch gesehen. Beide sitzen im Schlafwagen, die durch der Nacht durchfahren, bis sie am nächsten Morgen Berlin erreichen. Ihr habt es doch gesehen. Es tut sich keiner mehr den anderen mehr weh. Und die Schärfe, die es früher mal gab, in den 90er und 80er, die hat die AfD wieder zurückgebracht. Ne? Also Chapeau dafür. Chapeau, Chapeau, Chapeau. Aber ansonsten würde ich sagen, AfD dürfte mittlerweile schon fast verbrannt sein. So, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, außer vielleicht, Leute, wenn ihr kommentiert, dann bitte nur zu der Sache und jetzt nicht, was ihr hier im Bild hier zu sehen bekommt oder sonst irgendwas. Oder weil hier Proud Every Day steht. Das hat weder mit dem Stolzmonat noch mit dem Pride Month zu tun, sondern das, was ich bin. Und ich bin 12 Monate im Jahr stolz drauf. Stolz drauf, bisexuell zu sein, stolz drauf, Deutscher zu sein. Und beides ist nicht meine Leistung, aber ich kann trotzdem drauf stolz sein. Auf meine Leistung bin ich übrigens auch stolz. So, das war es, was ich mal gesagt haben wollte. Kommt mir jetzt nicht mit Stolzmonat oder Pride Month an. Ja, feiere ich alles nicht. Ich wende dann alle 12 Monate im Jahr. Ein Patriot liebt sein Jahr, liebt sein Land 365 oder 366 Tage im Jahr. Und ich, oh, jetzt haben wir Juni. Oh, jetzt bin ich aber stolzer Deutscher. Ihr habt einen Vogel. Kommt mir mit Stolzmonat und Pride Month weg. Also, werte Kameradossen, ich wünsche euch einen schönen Wahlsonntag und bleibt mir gewogen.